Guten Morgen zusammen. Es ist mittlerweile schon 8:35. Stark bewölkt, leider. Es nieselt zwischendurch so ein bisschen. Aber angeblich soll es fast durchgehend trocken bleiben und sogar die Sonne rauskommen. Daher habe ich mich heute zu einer Radtour Richtung Lichtenhainer Wasserfall und Kuhstall entschieden. Wer meine Videos regelmäßig verfolgt, den Wanderweg hatte ich letztes Jahr gemacht und diesmal werde ich dann versuchen, dort im Grunde den Radweg hinzufinden, sobald es ein bisschen weniger regnet. Es fängt nämlich gerade doch richtig an zu regnen. Dann warte ich noch ein paar Minuten. Kann ja bei dem starken Wind, der momentan ist, nicht lange dauern, bis die Regenwolken weitergedrückt werden. Zum Thema Wind ist es so, dass selbst der Bulli die ganze Nacht gewackelt und geknarzt hat. Solche Böen sind hier und das Wasser hier auf der Elbe wurde im Grunde ja schon gegen die Flussrichtung gedrückt, sodass Wellen in die andere Richtung entstanden sind. Also es war schon nicht ganz ohne, aber wie gesagt, hier in meinen trockenen, warmen vier Wänden ja kein Problem. Also, wie immer, wenn ihr Lust habt, bleibt dran und genießt die Tour mit mir. Jetzt geht es erstmal durch den Ortskern hier von Bad Schandau, bevor es dann schön über diese bewaldeten Strecken geht. Schön hier mit der Kirche und diesem Zentrum, nenne ich es mal. Das kennt ihr zum Teil wahrscheinlich schon von den letzten Videos. Aber es ist trotzdem sehenswert. So links und rechts davon geht es überall in diese kleinen Gassen rein. Und dort gibt es natürlich auch reichlich Geschäfte. Hier geht es entlang des Kurparks, der hier der Klinik angegliedert ist. Dem Bachlauf, wo ich am ersten Tag mein Fußbad genommen habe. Hier am Kurpark selber ist dann auch diese Kindstalbahn, wo man hier ein großes Stück bis zum Wasserfall auf jeden Fall zurücklegen kann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die dann noch weiter ging, aber ich meine nicht. Hier muss man auf jeden Fall stetig aufpassen, weil wenn diese Bahn von hinten kommt, hat die immer Vorfahrt. Das heißt, direkt aus dem Weg, entweder auf die Gegenfahrbahn, was ja hier völlig legitim ist, oder auf dem Radweg oder Gehweg. Radweg gibt es ja nicht. Hier ist dieses Klinikum, was ich vorhin erwähnt habe. Optisch auch ganz nett gemacht hier. Hier im Wald lässt sich das Ganze jetzt schon ein bisschen entspannter fahren. Ups, muss nur aufpassen, dass ich nicht in diese Rille komme. Die beiden da mit dem E-Bike haben mich gerade überholt, aber ich werde heute, wie ihr sehen könnt, sehr genüsslich fahren, weil ich ja alleine gestern durch diese Tour mit diesem starken Gegenwind doch so ein bisschen Probleme habe mit der linken Hüftseite, sage ich einfach mal, was auch immer da muskulär gerade nicht so passt. Also heute mal ganz entspannt mit 16-17 km/h und nicht mit 25 oder mehr. Wobei 25 nicht der Durchschnitt mit gemeint ist. Der ist eher so bei 16-17. Ich fahre jetzt gerade auf dieses schöne Haus zu, nur weil ich hier angehalten habe, um die Regenjacke mal auszuziehen, weil es doch beim Radeln recht warm ist, und habe dann den Sensemann hier entdeckt. Schon irre, aus einem Stück Holz gemacht. Sieht irgendwie doch sehr gut aus. Hier das Zentrum der Kiernitztalbahn seit 1898. Hier auf dieser Seite das Waldhäusel.
Hier bei dieser kleinen Brücke, die leider verschlossen ist, hat man so einen schönen Blick auch auf die Felsen. Und hier vorne auf zwei so alte, ja, Brückenpfosten werden es nicht gewesen sein. Es wird wahrscheinlich mal irgendwie eine Grenze markiert haben oder eine Schleuse oder ähnliches. Wenn einer eine genaue Vorstellung hat, kann das ja hier mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn hier gerade keine Autos fahren, ist das echt traumhaft. Also die Campingplätze hier sind echt gut gefüllt. Da ist bis auf die letzte Rille hier alles vollgestellt. Teilweise auch interessante Fahrzeuge bei, die so umgebaut wurden, dass man da vernünftig drinnen campen kann, beziehungsweise Urlaub macht. Ne? Ja, dieses schöne kleine Wehr habe ich zum Beispiel auf der Wandertour gar nicht gesehen, weil die Route dann halt mehr oder weniger nur oberhalb im Wald stattfindet und nicht hier an der Straße. So hat jede Strecke ihre eigenen Reize. Hier durchs Dickicht schaut, sind auch zwei oder drei so kleine Teiche dahinter. Ich weiß nicht, ob das zur Fischzucht ist oder einfach nur dekorativ, weil da auch so kleine Waldhütten bei sind. Naja, ich muss gerade feststellen, dass man seinen eigenen Atem teilweise noch sieht hier im Wald. Hier stand jetzt gerade das Hinweisschild Mittelndorfer Mühle. Ach, das ist eine Pension. Ja, okay. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Mühlengebäude, was man sich anschauen kann. Macht aber nichts. Ich glaube, hier war ich auch schon mal, dass der Weg hier irgendwie gekreuzt hat. Hier ist schön wieder das Hotel Forsthaus. Schon klasse, dass das hier alles so gut instand gesetzt wurde oder wird, wie auch immer. Es sieht gut aus. Die Radtour jetzt hier über diese Waldstraßen ist durchaus eine gute Idee gewesen, weil mit dem Wind direkt an der Elbe, das ist schon sehr anstrengend momentan und auch unangenehm. Und hier ist es ja sehr geschützt, da macht das Ganze schon wieder mehr Laune. Mich macht das ja echt nervös, wenn hier Geräusche von hinten kommen, ob das diese Bahn ist, weil ich die auf keinen Fall verpassen will, dass der dann hinter mir auf einmal ist. Oh, der war auch gut frequentiert hier, der Platz. Das meinte ich. Jetzt kamen die von vorne, dann kommen noch die Autos. Das ist schon eng. Was hier überall los ist, unglaublich. Hier war ich letztes Jahr bei der Wanderung auch. Und da schien das ja schon alles sehr verfallen zu sein. Und da ist ja auch dieser kleine Wasserfall. Ist das der Beutenfall? Beutenfall hieß er, glaube ich. Gucken, ob ich den heute noch mal drauf kriege. Ja, man sieht ihn schlecht, so wie das letzte Mal auch. Aber man hört ihn ganz gut. Letztes Mal war ich ja oberhalb hier am Wandern und habe das Ganze, glaube ich, von der Rückseite auch mal gezeigt, wie verfallen das hier schon ist. Trotzdem faszinierend. Oh, hier ist der Anfang vom Lichtenainer Wasserfall, wo ich bei meiner Wanderung ja das erste Mal dran vorbeigelaufen bin, weil der ja da drinnen so leicht zurückgelegen zu sehen ist. Erzählt habe ich da schon einiges zu, dass der künstlich angelegt ist und daher wird es jetzt weitergehen in die Richtung. Aber auch hier wieder schön anzusehen. Ja, und wie ich vorhin vermutet habe, wo ich mir nicht sicher war, hier an dem Wasserfall endet dann auch die Kehnenstahlbahn. Und zwar genau hier. Hier vor mir ist der Baumpflegetrupp, der sich um Totholz kümmert oder was zu tief oder zu weit über die Straße geht.
dieses ganz frisch gehäckselte Holz, das duftet immer. Ich habe das ja auch beruflich eine Zeit lang gemacht. Hat schon was ganz Besonderes, dieser saftige, frische Holzgeruch. Nehmt mal eine Nase, wenn ihr die Option dazu habt. Das lohnt sich. Selbst solche Kleinigkeiten am Wegesrand sind doch wunderschön. Ja, hier gibt es eine kostenlose Wasserversorgung. Frisch aus dem Hahn und dennoch eine Quelle. Es schmeckt total neutral, aber sehr erfrischend. So kann es auch gehen. Noch ein paar Radler. Mountainbike ist hier natürlich das erste Mittel, was man wählen sollte, aber mit dem Trekkingrad geht's genauso. Ich fahre jetzt hier keine Trails oder so. Daher ist das schon okay. Jetzt geht's hier rein. Und auch da seht ihr normaler Weg. Es geht zwar ordentlich hoch gleich, aber das ist ja alles machbar. Ich sehe sogar hier gerade, das ist die offizielle Radroute im Nationalpark. War mir vorher noch gar nicht aufgefallen, diese Beschilderung. Also Radroute heißt hier definitiv nicht mal eben eine Spazierfahrt. Kleinste Gang und Quälen ist angesagt. Und jetzt brauche ich beide Hände. Ich wünschte mir gerade, ich hätte doch eine kurze Hose angezogen anstelle der langen Jeans. Aber an der Elbe, der Wind war so eisig. Die Temperatur wird hier gleich sein. Ist nur jetzt doch ein wenig fordernd, deswegen wahrscheinlich so warm. Aber auch hier das gleiche wie bei uns in Westfalen. So das Fichtensterben. Überall dasselbe. Und der Vorteil ist hier, dass die viel Mischwälder haben. Daher fällt das nicht ganz so gravierend auf. Im ersten Blick zumindest. Kuhstall erreicht. Ja, um die Zeit ist hier natürlich mehr los, als wo ich damals beim Wandern so früh hier war. Aber trotzdem unheimlich beeindruckend. So, das Wirtshaus ist gut besucht diesmal. Ja, letztes Jahr abgewandert, diesmal abgeradelt. Weltklasse. Aber wie immer, entscheidet selbst. Das muss man einfach genießen. Ich bin zwar gerade ziemlich durch, weil das eine ganz schöne Steigung ist hier. Aber es ist wunderbar. Auch so hier der Innenbereich. Hatte ich das letzte Mal schon gezeigt, auch mit dem Himmelsteig. Das werde ich jetzt heute nicht machen. Oder Himmelsleiter hieß es. So, das sollte es jetzt mit diesem Video wieder gewesen sein. Ich hoffe, bei der Aussicht könnt ihr das Ende mehr genießen als sonst. Ich werde jetzt hier erstmal eine Zeit lang verweilen, um erstens durchzutrocknen, zweitens die Landschaft zu genießen und einfach mal ein bisschen runterkommen. Macht's gut, euer Markus.